Hallo, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schotte, und willkommen zu Unleashed Folge 2. ja, das letzte Mal habe ich ja versucht, hier mir die Pfanne herzustellen, diese Frying Pan, und ich habe sie. Und ich finde sie echt ziemlich witzig, muss ich sagen. Die Spinne hier draußen, ach, da ist er. Ja, was soll ich sagen? Sie versucht hier reinzukommen, schafft es aber nicht. Ich habe mir hier mal außerhalb der Aufnahmezeit mal einen Kopf gemacht. Und zwar brauche ich ja... Loch. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich da oben noch nicht zugemacht habe. So. Aber dafür habe ich jetzt die norwegische Flagge und ich sollte echt mal da oben zumachen. Das wäre eine Option, bevor nämlich hier die nächste reinspaziert. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Zack. Und sieht zwar jetzt ein bisschen unschön aus gerade an der Stelle, aber das ist mir einfach sicherer, weil da hängt nämlich schon die nächste an der Ecke. Und bevor die jetzt dann hier reinkommt und ich sie wieder mit der Bratpfanne erschlagen muss, mache ich lieber da oben zu. So, warum ich hier noch im Cheat-Modus bin, ist ganz einfach. Gibt eine kleine Info an euch. Und zwar, es gibt ja hier diese Music-Discs. Und durch Biomes of Plenty kommt auch nochmal eine hinzu, nämlich diese hier. Lasst sie. Tut sie nicht verwenden. Bei mir kackt das komplette Soundsystem dadurch weg. Das heißt, ich darf Minecraft komplett neu starten und habe dann erst wieder Sound, also sprich auch den Launcher raus, ausmachen und neu starten. Und das ist hier anscheinend in der 1.5.2er Version noch ein Bug. Und wie gesagt, also das komplette Soundsystem schaltet sich bei mir komplett ab. Ich darf alles neu starten in dem Moment. Und ja, Spaß hast du da draußen, ne? Es ist nicht so spaßig dann, wenn man absolut nichts mehr hört. So, aber jetzt erstmal zu dem, was ich eigentlich wollte, nämlich eine Engine. Ich brauche nämlich Strom. Strom, mein Lieben. Und da gibt es noch eine Neuerung, und zwar die Clockwork Engine. Ist eine spaßige Geschichte. Copper, Piston, Clock und Glas und hier oben Holz. Das will ich euch zeigen, weil ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich eigentlich die ganzen Sachen außerhalb der Aufnahme crafte. Aber so das ein oder andere, was hier neu dazukommt, will ich auf jeden Fall euch zeigen. Und das ist jetzt so das, was ich hier mal mir zusammensuche, zumal ich glaube, ein Glas habe ich hier, genau, ein Glas. Was sucht denn das Holz da drin? Das ist da falsch. Dann brauche ich noch eine Piston. Kobbel brauche ich auch noch. Und dann... Moment, Pisten müsste ich doch, glaube ich, hier haben. Ne, da nicht. Wie sieht es hier aus? Ja, da habe ich noch eine Pisten. Sehr schön. Dann brauche ich Gold. Ich brauche Redstone. Redstone haben wir da. Und Gold muss ich mir dann hier mal gerade... Leider Gottes mit meinem minimalen Vorrat, den ich hier habe, mal... fertig machen. So, was brauche ich noch da dafür? Kupfer. Copper. Nehmen wir auch gleich 4 Stück. Was auch nicht mehr funktioniert, was ich echt ein bisschen schade finde. Ach, da hängt der. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich kann mit dem Mausrad hier nicht mehr hin und her scrollen, um die Sachen
aus den Chests und so weiter rauszuholen. Das klappt irgendwie nicht mehr. Falls irgendjemand weiß, wie die Einstellungen da dafür sind, dass man das wiederkriegt oder ob das mit der 1.5.2er-Version rausgenommen wurde, schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare, weil ich fand das eigentlich recht witzig beziehungsweise recht nützlich, die Funktion zu haben. Und das fehlt mir hier einfach ein bisschen. Ich könnte das zwar jetzt auch über die Steuerungstaste machen und dann mit der linken Maustaste klicken, aber das ist ein bisschen umständlicher. Mit dem Mausrad war es echt einfacher gewesen, das zu machen. Und wer weiß, wie man das wieder einstellen kann oder zurückbringen kann, der soll es mir mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann stelle ich mir das mal in der Config wieder ein. So, jetzt brauche ich aber hier erst mal dich und dann, dich dahin und dann hier Redstone in die Mitte. Dann hatte ich ja meine Clock. Und dann habe ich ja noch das Copper gebraucht. Das brutzelt ja jetzt gerade vor sich hin. Dann brauche ich hier gerade noch mal Sticks. Und ja, so ganz komme ich mit dem System hier noch nicht klar. Moment mal. Hat sich an den Gears was geändert? Wood Gear? Normale Sticks? Ach nö, jetzt sag mir nicht, dass die damit nicht gehen. Na gut, dann muss ich eben halt normales Standardholz nehmen. Nehmen wir hier Oakwood. Auch okay. So. Und dann. Na. Gehen wir mal hier rüber. Einmal. So, so, so. Und so. So. Dann hätten wir das. Jetzt brauche ich noch das Copper. Und da ist mir natürlich dann mein. Moment. Ich habe doch da Blanks. Funktioniert doch. Wunderbar. Brauche ich keine Kohle verschwenden. So. Dann haben wir dich. Und das müsste jetzt eigentlich, wenn ich das jetzt da reinpacke, müsste das doch eigentlich funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Copper, was braucht man? Ach, ein Eisen brauche ich da dafür. Okay. Na gut. Eisen müsste ich, glaube ich, oben haben. Dem Slime haue ich gleich mit der Bratpfanne auch mal eins über den Dez. Da haben wir noch ein Eisen. Was war das? Ach, da hatte ich ja 4 Kupfer. Ja, auch okay. Dann machen wir das mal so. Und jetzt haben wir das. Das kommt dahin, das kommt dahin. Du warst da, dann da das Glas und oben drüber das Holz. So war das eigentlich. Und es funktioniert trotzdem nicht. Warum nicht? Weil es mal wieder mit diesem Holz nicht funktioniert. Ach, das ist doch. Na gut, das ist eben halt alles noch ein bisschen Beta. Und da muss man einfach mal drüber wegsehen, dass da das ein oder andere nicht funktioniert, so wie es soll. So, dann packen wir die mal da rein und das da rein. Und dann gucken wir hier mal, dass wir das hier nochmal schnell erledigt bekommen. So. Dann einmal so. Das war da. Das dahin. Dich dahin. Und hier das. Hö? Also jetzt bin ich aber baff. Moment. Ach, ja klar. War das eine Sticky-Piston? Nee, es war eine normale Piston. Hä? Copper, Piston, Clock. Copper, Piston, Block. Clock. Glas.
Okay. Ich finde es jetzt gerade witzig. Auch nicht schlecht. Gibt es da noch ein anderes Koppagier? Dürfte es eigentlich doch zwei Stück. Einmal dieses und einmal dieses. Jetzt sag mir nicht, dass das nicht miteinander kompatibel ist. Da brauche ich Stone Gear da dafür. Das heißt, probieren wir das gerade mal. Weil vorher in Ultimate und so weiter, das ging ja. Das war ja nicht das Thema. Halt, Kupfer habe ich ja oben. Das schnappe ich mir dann hier mal gerade raus. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt da damit drin hinkriegen. Das wäre ja echt funny, wenn das damit dann jetzt geht, aber mit dem anderen nicht. So, dann hier oben das Holz wieder hin. Ne? Tatsache. Okay, mit dem Kupfer geht's nicht, aber mit dem geht's. Gut, das zu wissen. Na, dann muss da an den Rezepten noch ein bisschen was gefeilt werden von Forestry, dass das damit dann auch geht. Die Clockwork Engine ist ziemlich witzig. Ich weiß gar nicht, ist hier eine Badbox mit drin? Ja, eine Badbox ist hier mit drin, aber dafür brauche ich dann wieder Kupferkabel und so weiter, die ich derzeit noch nicht zur Verfügung habe. Aber ich könnte ja mal schauen, ob ich mir nicht irgendwie einen Pulverizer herstellen könnte. Da brauche ich auch wieder eine Piste da dafür, ein Machine Frame, Gold, Iron, Glas, Kupfer, Redstone Reception Coil und Flint. Da brauchte ich auch Gold da dafür. Oh, das wird echt viel. Das heißt, ich muss hier nochmal nach Gold auf der Suche sein. Oder aber... Nee, klappt ja auch nicht. Ja, das Einzige, was ich machen könnte, ist echt hier die Goldberry Berry Bushes hier zurechtfriemeln. Ja, dann nehme ich hier mal das so. Und das machen wir dann mal so. Und das da. Was habe ich jetzt noch gebraucht? Sekunde. Ich hatte Kupfer gebraucht, ich hatte Gold gebraucht, Eisen, Glas, Pisten. Jo, passt. Und dann nehme ich mir mal das Holz, was ich hier mir zurechtgelegt habe, was ja für nichts anderes verwendbar ist als hier für den Ofen. Schmeiße ich nämlich mal da rein und schmeiße hier jetzt mal das Iron und so weiter hinterher. Und wie sieht's denn draußen aus? Ist hell. Sehr schön. Ding! Die Schelle hat gesessen. Ich sag ja, die Bratpfanne ist zwar echt, was das angeht, nicht unbedingt ziemlich schlagkräftig, aber ich find's trotzdem witzig, wenn man hier mit einer Bratpfanne, vor allem das Witzige ist ja, ich hau hier einen Slime mit einer Bratpfanne, die aus Slime-Balls und so weiter hergestellt wurde. Also muss man sich mal vorstellen. Gleiches mit Gleichem bekämpfen. So. Und was ich auch ziemlich interessant finde, ist hier diese Anzeige, die ich auch noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Vor allem, was diese 0,0, also dieser Timer da unten zu bedeuten hat. Den habe ich nämlich auch noch nicht so ganz verstanden. Was ist mit der Spinne? Ist die jetzt irgendwie hier freundlich gesinnt oder? Nee, die ist natürlich nicht freundlich gesinnt. Na, dann gibt's Schelle kloppen. Komm her. Noch eine Schelle, noch eine Schelle. Und eine Superschelle. So. Ich glaube, ich baue mir hier echt noch eine Riesen. eine super Bratpfanne zurecht, was das angeht. Weil mit einer Bratpfanne, ich meine, Wer so in der Mittelalterszene unterwegs ist, der weiß ganz genau, was eine Bratpfanne bedeutet in dem Moment. Das war so die Waffe der Frau früher gewesen.
Und wehe, wenn sie losgelassen, sage ich da nur. Also mit einer Bratpfanne kann das unheimlich wehtun, wenn man da eine gegen den Kopf kriegt. Von daher, ja, das ist so die Waffe der Frau. Aber hier dieses, die Clockwork Engine, wie gesagt, das ist so einer der Neuerungen, die hier reinkommen. Und die sollte man absolut nicht unterschätzen. Mit der kann man nämlich ohne Zutun Energie herstellen. Also man braucht da kein Fuel, kein Coal, Coke oder Lava oder sonst irgendwas, sondern wie der Name schon sagt, aufziehbar. Die zieht man einfach auf bis zu einem gewissen Grad, wo es dann anfängt weh zu tun und dann lässt man die laufen und dann läuft die durch, bis sie wieder leer ist und dann muss man sie wieder aufziehen. Und ja, ist eine schöne Anfangsvariante, die auf jeden Fall für mich jetzt hier momentan sehr zum Nutzen ist, um so meine ersten Sachen hier herzustellen, wie Pulverizer und so weiter, um die mit Strom zu versorgen. So, und wie ich sehe, wir haben auch mittlerweile schon über 15 Minuten vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Aber dann bitte mit Kommentar, warum, weshalb und wieso. Nur so kann ich mich verbessern und ihr habt euren Spaß dabei. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.